Schon wieder halt ein Anlegeranschreiben von der EBH-Fondsverwaltung. Sie sollen jetzt einer Auflösung zustimmen. 20 Jahre hat man nichts gehört und jetzt auf einmal wird es ruckzuck und ein Druck gemacht, der gar nicht verständlich ist. Warum soll aufgelöst werden? Im Prinzip ist das keine schlechte Idee, nur die Voraussetzungen müssen erstmal klar sein. Es muss durchaus erklärt werden, wie viel ist denn da, was bleibt übrig, welche Chancen hat man bei einer Auflösung. Und unklar ist, warum das jetzt unbedingt zwischen der IBH-Fondsverwaltung, also zwischen Staracek, dem Chef dort, und der FD Treuhand geschehen muss. Stenus ist ja involviert irgendwie in der damaligen Abwicklung der Galinat Bank. Also alles ist aus meiner Sicht fragwürdig. Und welche Rolle spielt CT Treuhand noch? Eigentlich hat doch CT Treuhand alle Vollmachten seinerzeit bekommen. Sind die nicht mehr gültig? Denn wenn eine solche Auflösung gemacht werden soll, dann muss ja CT Treuhand wohl mit abstimmen. 75% sind erforderlich, damit ein solcher Beschluss gültig ist. Also Fragezeichen bei Fragezeichen. Es muss in Ruhe vorbereitet werden, wenn diese Variante durchläuft. Und es gibt Streit. Wir müssen vor Gericht, um zu klären, welche Vollmachten sind gültig, nicht gültig. Kann die Sache 5, 6, 7, vielleicht sogar 10 Jahre sich hinziehen. Also Sorgfalt am Anfang, damit am Ende das Verfahren möglichst schnell durchläuft. Aber auch eine Auflösung kostet Zeit. Ich denke mal 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre sind da auch eine realistische Größe. Also hier wird so getan, als könnte man ruckzuck auflösen und dann ist alles vorbei. So ist es nicht. Und wenn dieser Eindruck erweckt wird, dann macht mich das misstrauisch. Wenn Sie Fragen haben dazu, rufen Sie mich an unter der Berliner Telefonnummer 030 885 9770 oder füllen Sie den Fragebogen aus, den Sie auf der Seite finden.